Heyo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, nachdem wir jetzt beim Leuchtturm fertig sind und endlich Safana in unserer Gruppe haben und alle ein bisschen angeschlagen sind, das Beheilen. Also bis alle grün oder weiß sind, gucken wir uns mal weiter in der Umgebung von Naschkill um. Ihr braucht nur zu fragen. So. Ja, Baldur's Gate ist so groß eigentlich, und ich habe schon wieder so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich an die Hälfte nicht mehr erinnere, obwohl ich es schon so oft gespielt habe. Oh. Tja, Höhlenbären sind leider von Grund auf aggro. Nicht so schön. Das hatten wir bereits alles. Also hier sind wir fertig dann. Dann wollten wir hier runtergehen, dann hier rüber, hier hoch. Den Klarwein müssen wir abstatten. Oh, viele Wölfe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja gut, gehen braucht eigentlich kein. Wie ihr wünscht. Keine Heilung, weil Kegane sich ja langsam selber regeneriert. Okay, diese kleine Insel hier finde ich putzig, diesen kleinen Übergang. Oh, hi. Was, Leute? Das sind allerdings nicht die Tassleu aus dem Mantelwald, die den Umhang von dem einen Typ geklaut haben. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Wir sind aber wenigstens auch nicht wirklich gefährlich. So, machen wir mal wieder ein Quicksave. Nahegelegenes Minengelände. Ach stimmt, hier war das Ding mit dem Götzen, glaube ich. Dann gehen wir mal sicherheitshalber hier raus. Hier ist nichts. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und hier oben? Hier ist auch nichts. Ich weiß gar nicht, waren wir hier fertig?
Ja, doch, hier waren wir fertig. Hier war Basilus. Da hatten wir doch auch eine Quest, glaube ich. Ja, der Mörder Basilus. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, das wäre dann der Tempel von Berigost. Das Gebiet haben wir ja auch großzügig übersprungen. Kampfhund, hi. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Also ja, Safana ist nicht so gut wie Imoen, muss ich zugeben. Allein schon wegen den Lebenspunkten. Aber sie ist auch nicht so schlecht, wie ich sie zuerst angenommen hatte. Da war noch ein Kampf, und noch einer. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie so. Ihr wünscht. Und ja, so was Simples wie Kampfhunde Zauber zu verschwenden. Ach, hi. Knolle. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Nee. Ihr braucht nur zu fragen. Ah, Gnollhäuptling. Okay, das wird jetzt sehr unangenehm. Ja? Gut. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Das war interessant. Oh, eine kaputte Waffe. Und sogar den Knollen geht die Waffe kaputt. Worum geht es diesmal? Ich kann davon nichts mehr lernen. Also sag mal, wo will es einen hier holen? Achso, ja. Und den Edelsteinbeutel haben wir ja Safana anvertraut. Der hat nicht geklappt. Der hat auch nicht geklappt, schade. Wir brauchen auch bald wieder Schleuderkugeln. Ja? Also, rasten wir hier mal. So. Ja, mein Schatz. Olosza? Vita Mortis Aion. Wie kann ich helfen? Vita Mortis Aion. Jai Kales? Vita Mortis Aion. Worum geht es diesmal? Ja. Wie ihr wünscht. Es wird wahrscheinlich der Flint gewesen sein, dem die Waffe zerbrochen ist.
alles. So. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, jetzt haben wir das meiste schon mal abgeklappert. Nee, nördlich sind wir schon rausgegangen. Ah, da ist so seine Richtigkeit. Oh, noch mehr Tasloi. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Alles wegen des lieben Geldes. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Das Neue haben zum Glück auch kein Rückgrat. Sind also auch nicht viel besser als Kreischlinge. Und Xwarte. Das ist halt so die interessante Sache an Baldur's Gate 1. Es gibt weder Orks noch Goblins. Jedenfalls nicht, dass ich mich an welche erinnern könnte. Hobgoblins wird mal zugebombt. Weil sind ja Räuber und so. Du auf Baruchs Land. Baruch sagt weggehen, also geh. Wer ist dieser Baruch und was wird in dieser Sache unternehmen? Wir sind nur auf der Durchreise. Ich werde euch nicht belästigen. Wir geben euch unser Wort darauf. Wer ist dieser Baruch? Ich Baruch und du mich ärgern. Greift sie an. Ich hab keinen Bock. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Sag an. Okay. Warum denn ich? Alles wegen des lieben Geldes. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Senkt die Macht. Gebt mir Kraft. Na, mir fällt gerade so auf. Konia hat ja auch noch ein mittelschwere Wunden heilen. Vita. Mord. Ja. So, Feuerpfeile. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, jetzt müssen wir nur noch diesem Feigling hinterher. So. Hattest du was Interessantes? Geld? Ich fühle mich so sinnlich. Worum geht es dies, wie ihr wünscht? Das ist eigentlich das Einzige, was mich an Sapana stört. Ihre Kommentare sind Sachen, die wir nicht wissen wollen. Zum Glück sind sie jugendfrei. Ich hätte nämlich keine Lust, das alles noch zu zensieren. Oh je. Ja, mein Schatz. Ja? Jetzt können wir die aber raushauen, wie wir wollen. Nur zu fragen. Und ja, von der Stelle halte ich mich erstmal fern, weil ich weiß, was da ist. Ich hab's doch noch richtig gewusst. Ich will erstmal den ganzen Rest erkunden.
Oh. Stimmt, hier ist doch die Ausgrabungsstätte. Ist schon ein bisschen interessant, dass die Ausgrabungsstätte und der Hauptmann an derselben Stelle sind. Ja, Ausgräber, Ausgräber.